Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen YouTube-Video von mir, Leute. Hallo! Viele haben sich das gewünscht unter den Kommentaren von meinen YouTube-Videos, dass ich die wundervolle Chiara einlade. Und ich bedanke mich bei dir, dass ich hier sein darf. Und ich glaube, wir werden auch sehr viel Spaß haben. Schön, ich weiß nicht, was du für mich hier vorbereitet hast. Erstmal schön, dass du da bist. Du siehst wirklich toll aus. Dankeschön, du auch. Okay, Leute, es werden uns Fragen gestellt. Schätzfragen. Das werden Fragen sein, die, glaube ich, schwer zu beantworten sind, weil wir müssen halt schätzen. Okay. Und wir geben dann diese Zahl in unser Handy ein. Mhm. Und die Person, die näher dran ist, hat einen Punkt. Okay. Und die Person, die halt verloren hat, weil die weiter weg ist von diesem, von dieser Schätzantwort, muss einen Löffel von diesem Schafpulver essen. Schafpulver, ne? Ja. Nennt man mich nicht so. Ich glaube schon. Wir legen direkt los. Ja. Nico. Seid ihr bereit? Ja. Bereit. Wie viel Prozent aller entweichenden menschlichen Fürze sind geruchsneutral? Was für eine Frage? Hä? Also, wie viel Fürze sind geruchsneutral im Prozent? Also, okay. Das hat ich ja noch nie, dass sie nicht stinken. Okay, ich mach mal. Ich hab schon. Oh Gott, ich glaube, das ist voll unwahrscheinlich. 3, 2, 1. Hörst du? Ich hab 50. Damit hat Chiara gewonnen. Ja! Was? Ja! Die richtige Antwort ist 99%. 99% sind geruchlos? Oh mein Gott. Das heißt 1% stinken. Ja. Digga, bei mir stinken die 100%. Aber sowas von. Junge, ja. Es ist schon kack Löffel essen. Okay, für die erste Runde ist okay. Bitte sag mir, dass wir scharf. Oh, du bist schon rot. Boah, fuck, Alter. Das ist so scharf. Mhm. Wayo. Ich glaube, dieses Spiel endet nicht. Alles gut? Sicher? Wie viel Tonnen Tiefkühlpizza werden in Deutschland im Jahr 2003 gegessen? 2003? Tiefkühlpizza. Junge, was hast du gefragt? Da schon? War ja. Das schon da? Bestimmt. 1, 2, 3. Ich hab 20 Tonnen. Naja, 10.000. Also 10.000 Tonnen oder 10 Tonnen? Nee, 10.000 Tonnen. 10 Tonnen? Ich hatte 10.000, sorry, ich hatte 10.000 gerade im Kopf. Nein, 10 Tonnen. Schade. 10 Tonnen? Ja. Okay, weil die Gast ist. Okay, dann gewinnt Momo. Ja! Richtige Antwort ist 350 Tonnen. Boah, das bedeutet, du musst einen Löffel essen. Ey, Chiara. So richtig kann. Ey, guck mal, egal was ist passiert, ne, wir bleiben trotzdem Freunde. Hass mich nicht. Momo, das ist nicht so schade. Boah, oder? Nicht so viel! Nein. Hättest du wohl gerne. Oh mein Gott, ich hab Angst. Esse! Trink noch ein bisschen. Boah! Warum hast du dieses dumme Spiel ausgedacht? Okay. Wie viel Prozent der Menschen benutzen beim Nasenbohren den Zeigefinger? Okay. Wie viel Prozent? Ich mach mal so. Weil, ne, so. Ausprobiert, wie ich das mache. Echt jetzt? Ja. Das ist so ein Gemisch aus Daumen. Aus drei, genau. Nein, auch das da. Oha. Für die Frauen. Den? Den hab ich noch nie benutzt. Die Frauen da draußen kennen das mit Nägeln. Kann ich sagen, dass Frauen nicht spurkeln, also bitte. Ich muss aber wegwischen. 3, 2, 1. Hast du? Oh. Ich muss rechnen. Das war die Lösung? 65, rechnet mal beide minus 65,1. Die ist näher. Dann gewinnt Chiara. Geil! Ich bin schon im richtigen Schock, auch nicht schon wieder. Mein Mund hat sich gerade beruhigt. Scheiße, Alter. Okay. Let's go. Und wisst ihr, was krass ist? Wenn ich scharf esse, juckt mein Kopf. Was? Ja. Dein Kopf? Mhm. Ich hab's mal gegoogelt, ob es eine Allergie ist, aber die gibt's gar nicht. Was? Warum soll das eine Allergie sein? Wenn ich schaffe, es juckt mein Kopf. Ich hab meinen Arzt gefragt, der hat über mich gelacht. Nicht. Aber warum juckt mein Kopf? Du hast deinen Arzt danach gefragt. Ja. Schreib's mal in die Kommentare, ist das normal, dass dein Kopf juckt? Okay. Wenn euch das Video bis jetzt gefallen hat, Leute, klickt mal zusammen nach oben. Was Liebe, da ist ein Abo da. Wir machen doch nach unten. Wie viele Meter bewegt sich der durchschnittliche Deutsche pro Tag? Wie viele Meter?
Bestimmt. Ich sterbe, Alter. Okay, 3, 2, 1. Damit hat Momo gewonnen. Ja! Nein! Warum? Richtige Antwort ist 800 Meter. Was? Junge, vor Welt. Ich schwöre, am Tag glaube ich mehr. So? Mhm. Okay. Weiter? Ja. Wie viele Millionen? Warte, Madame. Bleib jetzt im letzten. Merci. Boko. Sag mal das so. Ich hab keinen Plan. Danke. Ich kann mich noch nicht mal konzentrieren. Mach weiter. Mein ganzer Hinterkopf juckt. Normal. Okay. Wie viele Millionen Menschen weltweit wurden verheiratet, bevor sie 18 wurden? Oh, ja, jetzt. Geht? Nein. Okay. Ey, ich mach das nicht noch einmal. Ja, ganz friedlich. Ich weiß, das ist voll hart. Das ist schon wild. 3, 2, 1. 100 Millionen. Damit hat Momo gewonnen. Nein. Die richtige Antwort ist 876 Millionen Menschen. 800! Oha, wie ja, aber ekelhaft überlegt, ist diese ja, Welt. Das bedeutet, du musst wieder essen, du Arme. Das tut mir voll leid. Ich wollte das nicht. Du fährst extra von Frankfurt hier hin und jetzt musst du scharf essen. Nächstes Mal fährst du nach Frankfurt. Nächstes Mal komme ich nach Frankfurt. Du musst euch jetzt mal nicht so viel. Mach du mir dafür. Soll ich dich füttern? Ich kann den Flieger machen, ich mach ein bisschen wenig. Das will ich schon voll viel mehr gehabt. Oh, warte. Bereit? Ja? Ja. Lass es auf dich wirken. Wie viel Grad war es am heißesten Tag der Erde? Oh, ich glaube, ich weiß das. Hast du? Ja. 3, 2, 1. Was? Hey, Momo! Warte kurz! Ich kann das erklären! Warte! Die ganze Welt war noch wo ich sterben geht? Was geht das du? Ich erkläre das mal ganz kurz. Als die Erde entstanden ist. Als die Erde entstanden ist, war das eine Feuerkugel. Und ein Feuer hat eine hohe Temperatur. Aber ich wusste jetzt nicht, ob das jetzt als die Erde entstanden ist oder ob das jetzt als die Menschen auf der Erde gelebt haben. Ich weiß schon, dass schon ab 50 Grad, 60 Grad die Sachen schmelzen. Ja, aber ne? Uns Menschen gab es ja nicht schon immer auf dieser Erde, weißt du, und als die entstanden ist. Ja, aber die Bäume und so, die fackeln noch ab, ab 50 Grad, keine, du machst 3000 Grad. Was soll in dieser Welt passieren? Diese Welt würde gar nicht mehr existieren. Wir würden die Sonne sein. Ich meine. Ist egal, ich hab mich verloren. Was hast du denn gemacht? 58 Grad, was ist die richtige Antwort? Applaus an Chiara, 57 Grad. Boah, ich wusste ich hab einfach 3000, Alter. Das ist krass. Ich muss an meine Hand hauchen, weißt du? Mit Taschentuch? Soll ich den Taschentuch holen? Boah, warum mach ich das ja? Wie viele Brücken hat Berlin? Tipp: Mehr als in Venedig. Okay. 3, 2, 1. Nee! Scheiße, okay, ich hab 3, 2, 1, 2 schon. Oh, was ein Unterschied. Was hast du mit 3000? 6 Brücken? Wenn du nicht sagst, wenn du nicht in Venedig läufst, sind da schon 20 Stück in einer Ecke. Wie ja, gesagt, ich hab keine Ahnung. Aber ich hab eindeutig. Warte! Warte! 3000! Sind auch die kleinen Brücken über so einen kleinen Fluss? Oder die großen Straßenbrücken? Brücken! Gewonnen hat Chiara natürlich. Richtig ist 960 Brücken. Oh, schade. 960 Brücken? Ja, siehst du, was kann ich zu tun? Die bauen ja jeden Tag da Brücken. War nicht schlecht. Mach du mal bitte jetzt, ja. Soll ich dich auch füttern? Nein, aber so lang, so nicht so viel. Komm, weil ich lieb bin. Oh.
geht's dir gut? Willst du aufgeben? Du kannst gerne aufgeben und dann habe ich gewonnen. Das ist voll schön, wenn man atmet, ne? Du Fischermens, dann kannst du auch voll atmen. Was? Egal, ich kann nicht mehr reden. Wie viele Millionen von Dollar geben US-Hundehalter pro Jahr aus, um ihre Lieblinge operativ verschönern zu lassen? Warum tut man einen Hund operieren? Hä? Warte, operieren oder so Frisur? Das ist eine einfache so Frage. Ich glaube, das ist eine super Frage. Oh, ich habe 10 Millionen gemacht. Somit gewinnt wieder Chiara. Was, Alter? Sind kein Bock mehr! Geil! Die richtige Antwort ist 62 Millionen Dollar. Junge, was sind das denn für Menschen, Alter? Die armen Hunde! Akzeptiert die doch so, wie die sind! Wie oft war das? Ich hab's nicht gehört. 62 Millionen geben die für schöner zu viel für Hunde aus. Die Hunde sind doch wunderschön auch so. Was macht ihr? Ich stehe auf natürliche Hunde. Die Furze sind der geruchlos. 99%. Ich glaube heute nicht. Heute furzt der Feuer. Nächste Frage. Wie viele Millionen Zigaretten werden in Deutschland pro Tag geraucht? Ich hab's gesehen. 2, 2, 1. Knapp! Momo gewinnt? Ja! Ja! Endlich, ey! 363 Millionen Zigaretten. 363. Boah, Chiara, ey. Smoke weed every day. Wie viele Einkerbungen hat ein Golfball? Wie viele Einkerbungen? Ah, diese kleinen Löcher! Genau, diese. Boah, Junge, du hast erstmal 6 gemacht. Wie so ein Würfel. Oh. 2, 1. Oh, damit gewinnt Chiara. Richtige Antwort ist 336. Oh. Kinder, macht das nicht nach zu Hause. Bitte nicht. Bitte nicht nach. Ich meine. Wie viele Buchstaben hat das hawaiianische Alphabet? Oh, ich glaub mich auch, dass ich hawaiianisch kann. Hawaiianische Alphabet? Was ist das? Also das Alphabet auf Hawaii. Ich vermute mal schon. Ich weiß, wie ich auf die Zahl komme, ich mache einfach. Ich hab auch. 1, 2, 3. Damit gewinnt Chiara. Wie viele hat denn so ein Alphabet von der Hawaii? 12. 12? Junge, was ist das für ein Buchstabe? Ist das ein Wort oder was? Boah, ich liege das voll auf, weil dieses Schaf kann ich nicht mehr essen. Bevor beleidigt. Wie viele Liter Wasser kann ein Kamel in 15 Minuten zu sich nehmen und speichern? Damit gewinnt Momo. Ja! 100 Liter! Halt ab! Richtige Antwort ist 200 Liter. Dankeschön. Oh mein Gott, ich bin so glücklich. Bei wie vielen Stunden liegt der Weltrekord im Wachbleiben? 2 Stück. Damit gewinnt Chiara. Warum lachst du mich aus? Lösung war 266 Stunden. Bruder, was ist das für ein Mensch, Alter? Warte mal, 200... Menschen oder Tiere? Nee, warte. 260 geteilt durch 20. 11 Tage! Ich hab verloren. Herzlichen Glückwunsch an Chiara. Danke, Momo, dass du so ein guter Verlierer bist. Das hat wirklich viel Spaß gemacht. Also ich dachte, ich werde schätzen gut, aber das war nicht der Fall. So, das war das Video, Leute. Schenkt uns einen Daumen nach oben. Lasst ein Abo da. Schreibt in den Kommentaren, was ihr sehen wollt. Haut rein.